Laut einer kürzlich publizierten Studie vom WIFO hat sich gezeigt, dass die Kluft zwischen Arm und Reich in Österreich immer größer wird. Der Wohlfahrtsstaat, dem gelingt es immer weniger, das auszugleichen. Eine spannende Frage, die Sie, glaube ich, gerne auch beantworten, ist folgende. Wie viel an Ungleichheit verträgt eine Gesellschaft und wie viel an Ungleichheit benötigt sie? Eine Gesellschaft verträgt so viel Ungleichheit, wie die Menschen bereit sind, auf sich zu nehmen. Ungleichheit ist ein Begriff im Kopf des einzelnen Menschen. Das ist einmal wesentlich zu sagen. Denn es gibt nicht zwei gleiche Menschen auf dieser Erde. Gleichheit als Ideal darzustellen, ist Unsinn. Es gibt Ungleichheit. Es gibt keine Gesellschaft, wo alle gleiche Funktionen, die gleichen arbeiten. Selbst in den primitivsten und einfachsten gibt es solche Teilungen. Auch nach Fähigkeiten und nach Wissen und nach Erfahrung etc. Es ist nicht möglich, Gleichheit vollkommen. Das Ideal der Gleichheit ist also nicht herzustellen. Was wesentlich ist, dass alle gleiche Chancen haben, glücklich zu werden und so möglich unterstützt werden. Das Ideal der Gesellschaft ist, dass alle Menschen gleich menschlich glücklich sind. Sogar die Schwerbehinderten, sogar die Kranken, sogar die ganz Alten und schon nicht mehr ganz Fähigen. Natürlich vor allem die Jungen auch. Auch jede verschiedenen Religionen, auch die Zugewanderten, auch die anders sind. Bis hin zu den ganz schwierigen Fällen, sogar zu dem, was wir dann als Verbrechen oder so etwas sehen. Auch das, die sollten dieselben Chancen haben als Menschen mit ihren schweren Schädigungen, also Höllenherden. Wir müssen das klar sein. Ich pflege in solchen Fachkreisen, gerade wo es um Demenz geht und um Schwächung von Menschen, und das ist einmal eine Gruppe, die sicher sehr benachteiligt ist, dass ich dann so sage den Fachleuten, ja, ein bisschen sind wir ja alle dement. Und darum, diese Sichtweise der Ungleichheit wäre viel wichtiger. Es geht darum, den Menschen gerecht zu werden und ihm selbst die Chance so viel wie möglich. Ideal wäre eine Gesellschaft, wo fast alle eingebettet sind. Vom gelähmten Kind, vom schwer demenzkranken, Alzheimerkranken, Alten, vom einfachen Gärtner bis zum politischen Spitzenkraft und nicht diese gewaltigen Unterschiede. Leistung sollte als etwas anerkannt und gewürdigt werden, aber nicht als Rang des Menschen. Sie haben jetzt mehrmals Behinderungen aufgegriffen als Thema. Wie stehen Sie denn dem Konzept, das zum Teil jetzt sehr stark in der Pädagogik ist, der Inklusion gegenüber? Ist es möglich, dass man den Menschen in seiner Individualität alle gemeinsam im Klassenzimmer unterrichten kann? Also behinderte Kinder, hochbegabte Kinder? Inklusion heißt nicht, dass sie gemeinsam allen Unterricht machen müssen. Ich muss schon so einmal die verschiedenen Begabungen und Interessen schon trennen. Ich bin gemeinsames Klassenzimmer, aber es sollte, Inklusion heißt, dass die untereinander Gemeinsamkeiten haben, Kontakt und gemeinsame künstlerische Tätigkeiten, Selbstausdruck, auch in Musik oder im Darstellen oder im Malen oder Zeichnen, in allen möglichen Tanz, ist ungemein wichtig, vermittelnd. Aber ich kann sonst ohne weiteres verschiedene Begabungen, verschiedene Sprachgruppen auch selber. Man sollte zum Beispiel die fremdsprachigen Gruppen, also dann sollte austauschen. Es sollten beide Sprachen unterrichtet werden, sodass sie einander besser verstehen können, jeweils in der eigenen Muttersprache und in der anderen. Das ist ein Rezept gegen Gleichheit. Die sind dann trotzdem nicht gleich, ganz klarerweise. Aber sie haben ein gemeinsames Verständnis. Und da ist ganz wesentlich dann die Einfühlung in den anderen. Die ist dadurch vermittelt. Also nicht Gleichheit, sondern Inklusion, wenn Sie das Fachwort haben wollen, sondern Gemeinsamkeit, Empathie, Gemeinsamkeit, Sozialkapital. Aber in unserer Gesellschaft wird ja doch sehr stark dem Leistungsdenken angehängt. Es gibt so ein Sprichwort, jeder ist seines Glückes Schmied. Dennoch frage ich Sie, welche Leistungen werden denn heute in unserer Gesellschaft am meisten bewundert? Es gibt ja Leistungen, die eher intrinsisch oder von außen motiviert werden. Da haben wir eine kleine Studie, gerade kürzlich haben wir gemacht, eine Umfrage mit Beispielen der intrinsischen Motivation und der extrinsischen. Mhm. Zum Beispiel eine Frage war, wem bewundern Sie mehr, den Skirennläufer, der einen Olympiacup macht, oder den 80-Jährigen, der noch Skifahren geht? Ein bisschen auf mich gezielt. Und es ist interessant, dass der 80-Jährige viel mehr bewundert wird, dass intrinsische Motivation sich noch bewegt, als wie der Star. Der Star wird von einer kleinen Anhängergruppe und von Fanatikern in dieser Richtung. Die anderen finden das ziemlich blöd. Und das gilt für viele der Spitzenleistungen. Also Spitzenleistungen werden dann natürlich hochgejubelt, zum Beispiel wieder ungeheuerlich Aufsehens darüber gemacht, Fußballmeisterschaften und so etwas. Aber das ist also aber nicht innen den Menschen angelegt. Mhm. Ja. Gut, Leistung, egal ob es jetzt intrinsisch oder extrinsisch motiviert ist, findet ja bei uns auch sehr häufig Anerkennung, und zwar in Form von materieller Zuwendung. Meinen Recherchen zufolge behaupten Sie, dass die Geldkultur schon lange ihren Zenit überschritten hat. Warum ist es so, aus Ihrer Sicht? Es gibt, also so sagen wir, drei Anreize zur Leistung. Zwang, Sklaverei oder Zwangwirtschaft, und vieles von uns ist auch Zwang. Du musst das bestehen, du musst dieses Zeugnis erreichen. Diesen Zwang, obwohl nur dahinter steht harter Zwang, Liebesentzug oder schwere Strafen etc. ist das ineffizienteste. Das zweite ist Geldlohn, du kriegst dafür etwas anderes. Und das dritte ist Lust, Freude, Selbstentfaltung, intrinsische Motivation. Bei weitem das stärkste Motiv für gute Leistungen. Und ja, der Weg ist gewandert in unserer Zivilisation von der Zwangsarbeit, das ist immer wieder Leibeige, immer etwas und Zwangsarbeit dann, etwas, die nur das überleben können, zu den sogenannten Geldentlohnungen, in der wir noch sehr stark leben, bis hin zu einer Freude, Lebensfreude am Tun. In dem, da sind wir gerade unterwegs. Das heißt, unsere Gesellschaft verändert sich ganz stark und wird letztendlich Ihrer These zufolge irgendwann, alle werden in der Selbstentfaltung gemeinsam viel Sozialkapital schöpfen. Ja, ist gar nicht so schwer. Ich habe in meinem Betrieb, im HIFES, einmal, immer wo ich als Manager war, gesagt, gliedern wir eure Arbeiten, welche sind angenehm, wie lange unangenehm, und teilen wir die im Team auf, so dass jeder unangenehme Arbeiten so verteilt sind. Die unangenehmen Arbeiten können eine halbe Stunde lang oder so etwas. Ich tue auch ganz gern Geschirr abwaschen zum Beispiel. Also, das ist eine lockere Tätigkeit, und den ganzen Tag wäre es fürchterlich. Aber dann, irgendwann einmal das Geschirr abwaschen.